vom Oldtimer bis Tuningfreund. Bestens geschmiert, läuft gut und lang. Liqui Moly. MotoTV 22 Bauer bei MySport My Story. Ja, Premiere hatten sie beim MSC Weißenbach für das Eis Rallycross. Das Spektakel, das geboten wurde in Außerfern im Lechtal vom MSC Weißenbach. Kurzfristig wurde hier dieses Rennen für Motorräder, Speedway-Motorräder, Buggys, Turnwegen und Go-Karts geboten. Gestartet wurden mit 7 mm Spikes, 10 mm und 28 mm langen Spikes. Und somit gab es für die 1500 Besucher hier tolle Action an der Rennstrecke beim MSC Weißenbach, der jahrzehntelang schon die Eisrennen, Skiöring und vieles mehr im Motorsport veranstaltet. Ja, eine tolle Führung von Markus Skavat, der hier der Obmann dieses Renngeschehens ist und der eine grandiose Veranstaltung hier mit seinen Mitgliedern organisierte. Und somit gab es tolle Actionläufe, tolle Finalläufe für die Zuseher und sahen sich dieses Spektakel live an. Und in mehreren Berichten berichten wir auf www.tv22.tv für euch. Markus, ein toller Tag heute für Motorräder, für Buggys und für die Turnwegen. Danke, ja, es war ein toller Tag. Es war ein super Wetter, wir haben eine super Veranstaltung gehabt. Das Eis hat nicht ganz kalt, aber bei den Temperaturen. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, dass das Eis überhaupt hält. Wir haben die Strecke komplett mit Vlies abdeckt, dass wir das durchbringen. Und das muss auch danke an alle Helfer, weil es war ein Wahnsinn. Eis Rallycross für Motorräder und für Automobile. Natürlich, das ist unser neues System. Wir haben extra die 7 mm Spikes angefangen für die Cross. Es hat sich bewährt, wir haben Fahrer ohne Ende und das wird die Zukunft werden.
leicht zu handeln. Also das Fahren braucht man fast überhaupt nicht können. Aber wir probieren es mal. Und du machst dich da unter die Meute, damit Mitsubishi ist das ein richtig tolles Starterfeld. Ja. Wir probieren die Mitsubishi aufzumischen. Es ist total super hergekriegt alles und ich wünsche Ihnen viel Erfolg, die Jungs, und wir werden das Beste geben. Ja, und die Konkurrenz ist hart und die Zillertaler sind da und wir sind gespannt, wer wird heute den Tagessieg mit nach Hause nehmen. Wir wünschen alles Gute. Danke, wir probieren es, wir Zillertaler. Und die Zillertaler, sie sind stark vertreten hier beim MSC Weißenbach, heute hier bei dem ersten Eis-Rallycross, das in Tirol heute hier Premiere hat. Ja, und wir haben die Favoriten da. Den Helmut Hauser, der mit seinem Mitsubishi 600 PS, also 650. Und es wird nicht gemunkelt, denn das nächste Fahrzeug, was da drüben steht, das hat 680 bis 700 PS. Also, es wird ein heißer Kampf heute, Helmut. Ja, ich hoffe schon, dass ein bisschen ein heißer Kampf wird. Eine super Bahn haben sie da. Aber mit den Kontrahenten wahrscheinlich, die nur einfach keinen Umfang umwandeln. Aber nicht. Das sind ja nur Finalläufe heute. Und der Martin gehört zu den schnellsten im Zillertal. Er hat letztes Jahr das GP-Eis-Race gewonnen und viele andere Rennen auch noch. Ja, Martin, wird eine heiße Geschichte heute. Ja, hoffen wir, dass es wieder heiß wird. Ne? Das Eis ist heiß. Ne? Aber wie der Helmut schon sagt, mit den Kontrahenten, die muss mit allen Rechten immer. Weil die den links und rechts überholen. Ja, links und rechts, und das wollen wir ja sehen. Also die Spannung, wenn es die ist, gegeben. Du mit deinem niegelnagelneuen Auto, mit deinem Toyota Yaris, also hast du nicht Angst da zwischen die zwei Großen drin? Nein, überhaupt nicht. Weil meine ist schmal, ich schlänge mich alle da mitten durch. Ja, die Zillertaler seien schnell und sie geben heute hier heraus im MSC Weißenbach-Gelände Vollgas. Und sie sind da mit drei Mitsubishi und einem Toyota. Und wer wird heute hier den Tagessieg mit nach Hause holen? Sie gehen eher davon aus, Mitsubishi. Also ein Mitsubishi wird heute den Tagessieg holen. Wer wird heute der Schnellste sein? Und wir freuen uns schon jetzt auf den ersten Lauf.
Ja, und es geht jetzt in die letzte Runde. Der erste Lauf hier bei den Turnwegen. Brücke-Design, der Spezialist für Helmlackierungen. Und dein Markenzeichen ist dein Helm, individuell gestaltet von Brücke-Design. Brücke-Design, mit einem kreativen Helmdesign wird dein Helm dein Unikat und somit hast du dein eigenes Markenzeichen für dich. Brücke-Design, seit über 35 Jahren für Olympiasieger, Weltmeister und Weltcupsieger machen wir Helmdesign kreativ, schnell und einfach und kostengünstig. Wir von Brücke Design lackieren seit über 35 Jahren Helme.